Hallo und willkommen bei meinem Strick-Podcast. Ich bin Eva, wer mich noch nicht kennt, aus dem schönen Saarland. Bin 37. Ja, und ich habe kalt. Es ist so kalt. Im Büro habe ich jetzt 16 Grad hier im Saarland. Das ist von heute auf morgen, ist es so. Ja, also vor 2 Tagen lief ich draußen noch im T-Shirt rum und jetzt sieht er mich zuerst mal sogar mit langen Armen. Und also ich bin wirklich jemand, im ganzen Winter, ich habe selten mal eine Jacke an, ich habe immer heiß, aber boah, es ist dann von heute auf morgen, ist es dann immer so, man muss sich erst mal dran gewöhnen. Aber ich habe ja mein neues Tuch, das wärmt so schön. Endlich darf ich es zeigen. Genau, aber zuallererst, ich habe jetzt mal die, wie heißen sie dann, die, die Kopfhörer von Apple. Ja, jetzt habe ich es vergessen. Die Kopfhörer von Apple an habe ich. Und anstatt ein Mikrofon dachte ich, probiere das mal. Ja, und ach, es ist alles so ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe dieses Video nämlich gestern schon gedreht. Und dann wollte ich es auf den Computer ziehen. Und es ist weg. Es ist weg. Es ist nicht im Papierkorb. Es ist nicht auf dem Handy. Es ist nicht auf dem Computer. Es ist verschwunden. Und von den 3 Gigabyte habe ich jetzt noch ein kleines Überbleibsel von 9,8 Kilobyte. Das ist alles, was von dem Video noch geblieben ist. Und ja, dumm gelaufen. Ich habe einen Windows-Computer, schon immer. Und jetzt habe ich ja das Handy umgestellt, mal wieder ein Apple-Gerät. Und das ist einfach nicht kompatibel. Ich weiß nicht. Machen die das extra, damit mal alles umstellt. Das ist so. Also ich gehe auf Kopieren und Einfügen und dann eine Fehler im System. Immer wieder. Das Verrückte ist manchmal, wenn ich ein anderes Kabel hole, einfach ein anderes, dann geht's. Aber auch nicht immer. Dann versuche ich kopieren, dann versuche ich einfach ausschneiden. Und ja, also keine Ahnung. Ich bin so genervt. Ich werde mir jetzt gleich ein MacBook kaufen. Habe ich beschlossen, weil das doch geht gar nicht. Das ist, ich bin so angepisst. Ich bin so, ja, wenn ich nur immer dran denke, ich muss das Video auf den Computer laden, dann kriege ich schon einen Puls, weil ich denke, oh, das klappt wieder nicht und hin und her. Und dann gibt es die iCloud, alles, was ich mit dem Handy aufnehme und ich öffne die Cloud auf dem Computer, ist sofort da. Ja, ist es auch. Alle Bilder, aber nicht die Videos. Und um die geht es ja halt. Und deswegen habe ich echt, also ich habe da keine Nerven dafür. Ich werde da wahnsinnig, ich werde da böse. Ich reg mich dann so auf. Es geht gar nicht. Und dann, genau, noch ein anderes Thema habe ich nämlich auch überlegt. Ich dachte, ich mache ein bisschen Vlogmas. Weil ich finde es so schön, bei anderen immer zu sehen. Und dachte mal so, ich könnte euch ja jeden Tag mitnehmen, wenn ich meinen Adventskalender öffne. Ich habe mir ja einen bestellt von, ja, Loco Porella. Heißt sie, glaube ich. Der wurde mir empfohlen von der lieben Anna. Hallo Anna. Ich habe mich so gefreut, weil ich bin wie jedes Jahr total spät dran mit den Kalendern und ja, weiß auch nicht. Ich habe es verpeilt und da verpeilt und dann habe ich wirklich den von Madame Benoit habe ich mitbekommen, wann er rauskommt. Ja. Und dann habe ich einen Preis gesehen und so gedacht, natürlich ist sein Geld wert, absolut. Aber dann dachte ich so, ach, da überlegst du mal noch. Ja, jetzt sind sie natürlich alle weg gewesen, ist ja klar. Ist ja auch, ja, ist verständlich. Aber ich bin auch nicht, ja, der vor 2 Jahren von Madame Benoit, den hätte ich gern gehabt. Der war so schön. Aber, ja, wer zu spät kommt und so. Genau, hier steht auch alles voll, hier, die Adventskalender, da hängen sie, gucken mich vorwurfsvoll an, bitte strengel mich und pack mich schön ein, das mache ich auch heute Morgen und ich denke, die gehen da nächste Woche auf die Reise. Ist ja noch Zeit bis Dezember, die ganzen Woll- und die Maschenmarkierer, Adventskalender, die gibt es so, ich denke, die bis zum Ende der 3. Novemberwoche habe ich die online und ja. Jetzt habe ich gestern 2 Videos gedreht und
weiß nicht mehr ganz genau, was ich sage. Also, wenn ihr das nächste guckt und denkt, das hat sie doch im letzten schon gesagt, seid mir nicht böse. Und dann wollte ich mich noch bedanken für all die lieben Kommentare und E-Mails, die ihr mir schickt. Ich freue mich immer so sehr. Kommentare komme ich nicht immer direkt dazu zu beantworten. Und ich lese aber alle. Und nach und nach wird sie auch beantwortet. Ich muss da immer ein bisschen gebündelter gucken. Und ja, aber ich freue mich immer so. Es ist so lieb, was ihr schreibt. Und einer hat geschrieben, ich soll doch mal mehr auf die Nadelstärken eingehen, die ich nehme zum Stricken. Und das werde ich dann auch tun. Und ja, jetzt wollte ich euch eigentlich ganz stolz meine Colorwork-Socke von Charlotte Stone zeigen, die ich gestern im Video schon gezeigt habe. Jetzt habe ich sie zu Hause vergessen und ärgere mich so, weil sie echt schön geworden mit Kirschmuster, aber die zeige ich euch dann einfach beim nächsten Mal. Und da ist nämlich mit den Nadelstärken ganz speziell, weil im Colorwork hat man ein anderes, eine andere Nadelstärke als im normalen glatt rechts runter stricken und die Ferse stricke ich auch noch mal mit einer kleineren Nadel. Das erzähle ich euch dann mal genau. Aber fangen wir doch jetzt mal mit dem schönen Finished Object an. Der Two-Fold. Two-Fold Shawl S von Melanie Berg. Die kennt ihr unter Maya Lind bei Instagram und Ravelry. Und er ist echt, also er ist, sie nennt ihn ein kleines Tuch. Ich finde es schon sau groß geworden. Ich kann es gar nicht genau zeigen, wie groß der ist. Ich hebe ihn mal hoch, jetzt sieht er mich nicht mehr, aber den schönen Schal. Und ich zeige ihn mal ein bisschen näher. Mit dem schönen Lace-Muster. Ich mag ihn echt unheimlich. Ich ziehe ihn gar nicht mehr aus. Ich habe mich da beworben. Das war ein Teststrick. Die Anleitung wurde mir in Form des Teststricks zur Verfügung gestellt. Und ja, ich habe mich beworben und dachte, gucken wir mal, ob es mich nimmt. Sie hat mich genommen. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. Ist ja doch eine sehr große Designerin. Sehr bekannt, schreibt viele Anleitungen, viele Bücher auch schon ist. Und mit den Tasseln. Ich hatte das Teil fertig und dachte so, ach, die Tasseln, die lässt du mal weg. Wer braucht schon Tasseln? Ich mag eigentlich keine Tasseln. Dann dachte ich, komm, mach's so. Und es sieht so scharf aus, ehrlich. Ich liebe sie. Allein, also die Tasseln machen so viel aus. So cool. Es sieht so cool aus. Wirklich, es passt perfekt. Und ich habe ja den Tasselmaker von Cherry Picking. Der war im der Goodie Bag vom Düsseldorfer Woll Festival drin und er wurde ja schon sehr gehypt und er ist wirklich cool, also es geht sau gut. Ja, das ist er, der Two-Fold. Den habe ich gestrickt mit selbst gefärbtem Garn, so grau mit rosa Sprenkeln habe ich gefärbt und habe 100 Gramm 300 Meter. Die Zusammensetzung ist 50 Wolle, 30 Alpaka und 20 Seide. Also, ihr könnt es euch vorstellen, unwahrscheinlich zart. Er ist so kuschelig weich. Ich bin so begeistert, wirklich. Ja, er ist schön. Ich habe fast die ganzen 300 Gramm aufgebraucht mit Nadelstärke 4. Und er strickt sich echt von alleine, weil man hat ja erst das große Kraus rechts. Gestricke und dann kommt das Lace, der Lace-Teil zum Schluss und dazwischen halt seht ihr immer wieder ein paar Reihen kraus rechts so, zur Entspannung, die Entspannungsreihen. Also da macht man der, das ist halt echt, das strickt sich auch von alleine. Das ist selbsterklärend, braucht man fast keine Anleitung. Dann aber auch rechts, dann ein Muster, dann rechts. Ja, echt schön. Da habe ich einen Faden vergessen. Passiert. Ja, er ist echt schön. Ich mag ihn sehr. Und ich habe den schon einen Monat fertig, aber jetzt konnte man ihn erst zeigen. Und das habe ich dann. Ich habe ein schönes Reel gedreht bei Instagram, wenn ihr mal gucken wollt. Ich finde es ganz süß. Ja. Ja, der Two-Fold.
Ich glaube, da gibt es auch ein Curl. Ich habe irgendwas gelesen auf Englisch. Ich habe es noch nicht übersetzt. Da brauche ich mal ein bisschen Zeit dafür. Ich muss mich da konzentrieren. Dann geht es immer, aber ja, ich habe es nur überflogen. Den Beitrag von der Melanie Berg. Ja, dann gucke ich so. Was habe ich auf den Nadeln in meiner Mädelskram-Tasche? Ah, ich habe noch einen Finished Object, sehe ich da. Ich habe es aber nicht gespannt und es wurde mir aus den Fingern gerissen. Ich hatte noch nicht richtig die Fäden vernäht, kommt meine Tochter und die hat mir die wirklich aus den Fingern gerissen, die Socken. Die habe ich euch schon mal gezeigt, als sie noch im Stricken waren. Weg waren sie. Und dann waren sie, gestern waren sie auch noch weg. Ich habe sie gestern im Video nicht zeigen können. Die waren verschwunden. Ich habe sie dann heute Morgen gefunden. Ich zeige euch mal einen. Man kennt es nicht so gut, aber das ist das Oktobermuster von Tanja Steinbach, von diesem Jahr. Das sind so Rauten, sieht man es. Die Wolle habe ich selbst gefärbt, vor Jahren. Gefällt mir so gut. Gefällt mir ehrlich gesagt glatt rechts besser als mit dem Muster, aber ich wollte das Muster mitstricken. Ich mache mal mit im Oktober, stricke immer gerne die Muster mit von der Tanja Steinbach. Ja, die Socken. Also die hat es schon angehabt, aber ja, sieht man jetzt nicht. Muss ich ihr dann nochmal schnell hinlegen. Die liebt die, die sagt immer meine Schlittschuhsocken, weil die zieht die dann an und dann macht sie so, wie wenn sie Schlittschuh fährt, weil da rutscht man ja so schön, ja. Ab und zu fällt man mal hin, aber das ist die Sache ja vollkommen wert. Am Anfang habe ich dieses Zeug drunter geklebt für Stoppersocken. Ja, das hat sie, das findest du nicht so cool. Ja, Größe 27. Sechsfach Wolle, gestrickt mit 3,0 Nadeln. 3,0er Nadeln. Zwei rechts, zwei links Bündchen, Bumerangferse, Schneckenspitze. Ne, Bändchenspitze. Die habe ich ausnahmsweise gemacht. Ja, das sind die. Finde sie echt schön. Ich habe noch einen Rest. Muss ich mal gucken, wie ich die verarbeitet bekomme, weil die Wolle ist so herbstlich, so cool, gefällt mir gut. Ja, was habe ich auf den Nadeln? Ich habe Socken auf den Nadeln. Die habe ich gefärbt die Tage. Ich wollte so ein Weihnachtsset machen. Oh, der süße Maschenmarkierer. Ich mag ja Pflanzenmarkierer. Habe ich gestern auch ganz viele Rohlinge bestellt. Da wird einiges kommen demnächst. Ja, die Wolle. Guck mal, wie schön sie ist. So schön. Mache ich 2,5er Nadeln. Bündchen zu rechts, zu links. Mache ich immer. Und dann mache ich, denke mal, 40 Maschen den Fuß runter, das sind jetzt so 4, 35. Dann kommt die Ferse, der Fuß. Dann ist sie auch schon fast fertig. Und ja, ist die Wolle dazu. Habe ich gefärbt fürs Weihnachtsset. Jetzt muss ich mal gucken. Die habe ich hier liegen. Die Weihnachtssets. Weihnachts- bzw. Wintersets. Die sieht aber anders aus. Da ist mehr Weiß drin. Ist auch beabsichtigt bei mir. Ich habe mir einen Strang im kleinen Topf gefärbt. Ist mal die Farbe ein bisschen verschwommen, aber ich finde es auch schön. Gefällt mir unheimlich gut. Diese Farbkombi: Braun mit Pink, bisschen Weiß. Das sind so schön, oder? Und dazu wird es geben. Beim Herbstset gibt es ja auch ein kleines Äpfelchen dabei. Kann ich euch gleich noch zeigen. Hier gibt es einen kleinen Weihnachtsbaumanhänger dabei. Und ein kleines Überraschungstütchen wird es da auch geben. Ja, ist Merino-Wolle. Super zart. Kann man auch für ein Tuch verwenden oder so. Die wird es bei Etsy geben und auf meiner Webseite wird es die auch geben. pollymclaren.de. Muss ich mich gerade bücken? Das sind die ganzen Minis abgehauen.
So. Und dann wird es eben das Ganze quasi als verschwommen. Habe ich da nämlich so cool gefunden, dass ich es gerade nachgefärbt habe. Ist dann verschwommener. Ist auch schön, oder? Ist auch schön. Ich mag die Farbkombination, wie das so changiert. Gefällt mir echt gut. Und ich habe noch gar keine Namen. Das ist auch so was Neues. Gefällt mir. Ich weiß gar nicht, ob ich mal was aufgeschrieben habe, ob sie noch färbbar ist oder nicht. Muss ich gucken. Weiß ich echt nicht mehr. Ich habe so viel gefärbt die letzte Zeit. Da mit den ganzen Adventskalendern, die teilweise mit 24 einzelne Farben. Also die, ich habe ja Minis gemacht. Also ich habe mir echt überlegt, ob ich das nochmal mache. Es ist so abartig viel Arbeit mit den Minis. Bin ich echt unsicher, muss ich sagen. Aber ja, mal gucken. Es kommt schon gut an. Ihr mögt sie schon sehr. Von daher, aber ja, ist hier noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind sie gefärbt, die müssen jetzt noch gesträngelt werden und alles. Und genau, wer es noch nicht kennt, das Herbstset. Das ist Limited Edition, das gibt es nur 20 Mal habe ich es gefärbt. 14 sind noch da, dann gibt es das nämlich. Das habe ich auch extra nicht aufgeschrieben. Das ist mit Bronze Stellina, das sieht man schön. So schön. Ja. Ja, jetzt fliegt der Apfel weg. Und ja, ich wollte euch die Colorworksocken zeigen. Vergessen. Aber ich habe bei Filati bestellt und da die Socken sind auf jeden Fall, das ist die Grundfarbe und dann die Kirschen in den Farben abgesetzt. Ja, also Filati. Ich wollte den Schal des Lebens, habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen. Und dann habe ich ja gesagt, ach, ich muss nach Saarlouis ins Woltramsaar, zu Muriel. Aber ganz ehrlich, 80 Kilometer fahren und das Benzin ist mir noch egal, aber die Zeit, die das kostet, dann mit den Kindern zusammen dahin zu fahren, nee, da wäre ich 2 Stunden weg gewesen und da habe ich gesagt, nee, das gibt gar nicht. Dann, ich habe es dann bestellt bei Filati, es war 2 Tage später da. Ja, den stelle ich euch im nächsten Video vor. Der ist echt cool, die Farben. Ja, ein Traum. Die Qualitäten der Garne, super geil. Die Farben, sie sind so schön, wirklich. Ja. Und dann habe ich die bestellt. Und Grau kann man ja immer brauchen. Das ist das Grau Melier. Das Grau hat die, das ist Farbe 2. Gelb habe ich noch bestellt. Das ist die 29. Und jetzt weiß ich nicht genau, Rot und Grün. Welche ist, da haben wir einmal die 33 und einmal die 6. Ja, das sind die Farben, die ich bestellt habe. Und dann habe ich bei Silke Ufer Designerin, Design heißt sie, ist eine Designerin, die hat auch gerade ein neues Tuch rausgebracht, könnt ihr auch mal gucken. Bei Instagram gesehen, die hat Socken gestrickt. Und da habe ich sie angeschrieben und gesagt, was ist denn das für eine schöne Wolle? Welche ist denn das? Das war die. Das ist die Somme Lana Grossa Meilenwald Merino Hand Dyed. Die Somme Farbe 211. Die sind halt so gefärbt, die sind erst, ich weiß die richtige Reihenfolge nicht. Braun, dann weiß, dann rosa, dann orange und so. Also wirklich sauschön. Das sind 2, sie machen das immer so. Das sind 250 Gramm Stränge. Die wären dann gleich. Ja. Und die Farben, die haben mich echt umgehauen. Ist auch schön. Schöner, dezenter Farbverlauf. Also schöner Übergang, alles. Ja. Könnt ihr bei Silke Ufer ja mal gucken, wenn ihr wollt. Bei Instagram. Die hat so fertig gestrickt. Sieht cool aus. Aber auch auf den ganzen Lana Grossa Webseiten. Da seht ihr die ja auch, wie die aussehen. Gestrickt. Ja. Dann, Lana Grossa schickt mir irgendwie immer noch sowas mit. Da habe ich schon einige davon. Aber ja, sag so Handdyed für Klamotten. Ist ganz schön. Und dann
habe ich bestellt. Das neue Meilenweit-Heftchen. Also ich liebe die, ja, ich kaufe die immer. Die kosten noch keine 5 Euro. Und ja, es ist wirklich, das ist alles. Ach, die neuen Farben. Ich bin ja wirklich. Ich könnte ja Socken gar nicht kaufen den ganzen Tag. Ja, und da habe ich direkt ein Modell gesehen und gesagt, ah, das strickst du. Tanja Steinbach ist natürlich auch dabei. Ich mag sie ja sehr. So sympathisch. Ja, die Socken von der Kerstin Balke. Skin und Stitch, die hat auch ganz viele. Die Socksbooks. Ja, dann habe ich geguckt nach der Anleitung. Seite 73 und blätter so um und denke, okay, Modell 1, Seite 73, blätterst du um auf 74, Modell 4. Und dann habe ich, das war Montag, ne, am Dienstag, da war Feiertag in Bayern und da hat Lana Grosser zu, klar. Da habe ich dann gestern am Mittwoch direkt angerufen. Entschuldigung. Habe ich direkt angerufen und da habe ich gesagt, was ist denn da los? Da fehlen ja die Modelle. Habt ihr da einen Druckfehler? Und Entschuldigung. Bin immer noch nicht fit. Ja, eine, sie wüsste von nichts. Und dann habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass das Heftchen 2 Wochen draußen ist und ich der Erste sein soll, dem das auffällt. Das stimmt ja was nicht. Also sie guckt, sie kümmert sich und ich so, ey, wie bekomme ich Bescheid? Ich will die Socken stricken. Ein, das weiß sie nicht. Okay. Aufgelegt. Nach einer Minute ging das Telefon, da ruft sie mich an. Also hat mit der Kollegin gesprochen und die haben die Anleitungen von Modell 2 und 3 dann mittendrin verteilt im Heftchen. Sie hat auch nachgeschaut, es stimmt. Ja, es stimmt. Bisschen komisch, aber was ist denn da? Ja, und was ich euch noch zeigen will: Die Socken sind auch so schön von Christine Joelle. Erkennt man direkt, dass die von der sind. Die hat so eine eigene Handschrift. Die Frau ist echt cool. Ist auch die Meilenweit Kaschmir in Farbe Nougat. Ist auch so schön. Ja. Und nein, ich mache keine Werbung, keine bezahlte Werbung. Ich mache es aus Überzeugung. Alles selbst gekauft. Ja, und genau. Ist echt ein schönes Heft. Kann ich euch empfehlen. Die kommen ja, weiß nicht, ein paar Mal im Jahr raus oder zweimal. Das sind auch diese Handdyed, die ich jetzt da habe, glaube ich, sind das die. Gucken wir mal gerade. Mit so einem schönen Farbverlauf. Und ja, da kann ich mich jetzt an Sockenstricken machen. Pack noch ein paar Päckchen hier heute Morgen. Ich mache das sehr unheimlich gerne, muss ich sagen. Die Pakete zu packen. Und ja, dann versuche ich jetzt mal mein Glück, wenn ich gleich ein MacBook gekauft habe, das Video hochzuladen, weil das ist echt. Es funktioniert, es macht immer einen Fehler, Fehlermeldung und es ist so nervig wirklich. Und ja, wenn ich es mache mit dem YouTube, dann es muss ja funktionieren, der Transfer. Und dann brauche ich halt das entsprechende Equipment, dachte ich mir, so mache ich jetzt. Ja, dann war es das für heute. Meinem schönen Schal. Ich zeige euch mal noch den Rand, rechts und links. Das macht es auch so schön, sieht so schön aus, finde ich. Schöner Rand rundherum. Ja, dann macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.